Hier hast du einen Schreibtisch. Finde ich gerade nicht so toll. Mir schwirrt viel im Kopf herum. Was dummelt an meine Freundin Sasi denken. Bist du ihr jemals begegnet? Als wir jünger waren, haben wir gemeinsam Kundgebungen veranstaltet. Dieses Foto von ihr und mir ist das einzige Foto von in meinem Geldbeutel. Das habe ich jetzt schon 40 Jahre lang. Verdammt. Deine Tante Viv würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich nicht mal ein Foto unserer Kinder habe. Und sie liebt das. Alle lieben sie. Vielleicht sollten wir in meinem Haus aufhängen. Die Falten werden bleiben, aber immerhin kann es darin nicht nass werden. Warum nicht? Das gebratene Hühnchen kriegst du dann auch noch, wenn wir an Getreide kommen. Oh je. Yeah. Das Wasser färbt sich rot ein. Es ist immer Pfotenzeit. Ach je, Sommer. Keine Marmut. Ein Getreidesalat. Ein Lieblingsgericht. Ja, mit Atto's Aufgaben kommen auch langsam zum Ende. Und der Summer ist schon echt traurig. Am Atul. Nicht Atul. Bist du bereit zu gehen? Absolut nicht, aber auf geht's. Ich hatte wirklich gedacht, dass ich diesmal mit ihm Schritt halten könnte. Mit dem Drachen. Ich war mir sicher, dass er sich beruhigte. Ich konnte sein Schnurren spüren, seine Wärme in meiner Brust. Ich habe es wohl wieder getan. Genau wie mein Vater. Der Drache ist mein Bestie. Unbezwingbar, wenn ich mich recht an meine eigene Beschreibung erinnere. Egal, ob du dich um ihn kümmern möchtest und ihn besiegen. Oh, was für eine Rose. Nur von mir. Ach, was würde nur Rose von mir denken? Wäre sie stolz auf mich? Würde sie sich für mich schämen? Ich frage mich wirklich, was sie an meiner Stelle getan hätte. Aber ich weiß es. Ich weiß, was sie mir gesagt hätte. Sie hätte mir direkt in die Augen gesehen. Ihr Blick hätte den Schleier meiner Erscheinung durchdrungen. Sie hätte kein Wort gesagt. Es war ihr von Anfang an bewusst. Sie wusste, dass der Drache mich holen würde. Sie wusste, dass ich versucht hätte, ihn zu lieben, mich zu hassen. Hätte sie meinen Scheitern verurteilt, ich konnte ihn nicht lieben, Stella. Es ging einfach nicht. So sehr ich ihn auch hasse,
Er ist jetzt ein Teil von mir. Und zwar für immer. Wenn ich mit Würde gehen möchte, muss ich ihn also akzeptieren, wie er jetzt ist. Ich hatte mich auf noch so viele Unterrichtsstunden mit dir gefreut. Du warst eine sehr begabte Schülerin, Stella. Ich bin so stolz auf dich. So stolz auf dein Herz. So stolz auf deine aufblühende Seele. Es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Du wirst alleine lernen müssen. Ich zweifle nicht daran, dass du es schaffen wirst. Die einzige Lektion, die ich noch mit dir teilen kann, ist dir zu zeigen, woraus wir erschaffen wurden. Aus vergänglichem Sternenlicht. Wir sind nur einige wenige Gedankenpartikel im weiteren Strom des Bewusstseins. Das ist das Letzte, was ich dir beibringen kann, Stella. Lass sich alle Dinge ändern. Lass alle Dinge enden. Ach ja, Summer, die alte Kristall und Naturheil-Liebhaberin. Bin so stolz auf dich, Stella. Und ich weiß, dass Rose es ebenfalls wäre. Danke für alles. Ja. Die metastasische Schule. Und ein weiteres Haus ist leer. Eine Seelenblume. Was treibt er hier? Dann mal weg hier. Vorschlag in diese Richtung. Erstmal nachts überschlafen, dass wir jetzt Summer weggeschickt haben. Der Job des Bildführer ist schon ein blöder Job. Und so fahren wir in den Sonnenaufgang.
erinnere ich mich aber an das. Das beim letzten Mal nicht gespeichert oder was? Unwetter. Oh Gott. Jetzt habe ich dazu ja gesagt. Wenn es sein muss. Wir fahren doch schon weiter, oder nicht? Fahren wir nicht schon weiter? Wir haben doch nicht hier geendet, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz, wo wir genau geendet haben, aber. Habe ich hier aufgehört bei dem. Ich habe doch nicht bei dem. Gegen das Sven-Portal aufgehört. Totenportal. Sammeln. Mehr schlecht als recht. Oh no. Wird verpasst. Besser ist. Vielleicht mal rüber schießen. Ja, wenn man das nicht eine Woche lang nicht gespielt hat, dann vergisst man was. Oder warum haben wir das nicht gespielt? Die Summer hatten wir verabschiedet. Das war der letzte Stand. Wir haben die Windmühle haben wir schon, ja, die Windmühle ist gebaut. Aber betreiben können wir sie irgendwie noch nicht. Du brauchst was zu essen. Wir sollten uns hier mal hinausbewegen. Nachdem wir wissen, was unsere Mission ist. Werte Arthurs Haus mit Bilderrahmen auf. Das gebratene Hühnchen müssen wir nach wie vor besorgen. Obstgarten müssen wir bauen. Ein Betonpark, da kamen wir glaube ich nicht hin. Oxbury. Amberton Park und Oxbury. Bauernschmiede. Amberton und Oxbury wären Ziele. Das Oxbury, das Embertown. Das heißt, unser nächstes Ziel ist hier Steinbrecher-Dinger zu bekommen. Ich fahre einfach mal zu dem Albert hin. Da muss ich einfach nochmal nachgucken, ob ich mir das schon leisten kann. Dann ist das mal erste Priorität da. Das Schiff aufzubessern. Hier können wir nichts. Hallo Atul. Ich reiß für dich. Sorry. Schafes ganz schön ausgehungert. Sollte man was zu essen kriegen. Und Kaffeebohnen dem Schaf geben. Mal eine gute Idee. So,
Was kriegst du? Eine Krabbe. Geh mal zu Hause. Nein. Du brauchst auch was zu essen. Was gerade? Ja, noch geben. So auf zwei Bärts. Werft. Werft war das Wort. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen aber irgendwie noch eine Seelenblume, eine zweite Seelenblume. Schiff haben wir schneller gemacht. Aluminiumbarren. Das können wir mit Aluminiumbarren. Feuerblut, wo. Ich glaube, das da haben wir auch inzwischen was gefunden. Wenn wir das finden. Eine Seelenblume. Das heißt, wir müssen weiter Quests von Leuten verfolgen. Und dann einen ewigen Jagdhund abzuschicken. Das ist Achu noch zum Glück noch nicht der nächste. Schmiedebau und Obstberry, das können wir also nicht. Ambertonkarten können wir auch nicht. Obstgarten. Das heißt, das nächste ist gebraten nicht. Können wir da irgendwie schon Zutaten für kriegen? Ansonsten ist. Oh, hallo. Ansonsten ist Atul wohl eher der nächste. Gebratenzähnchen. Da brauchen wir irgendwie Öl aus der Windmühle. Bilderrahmen aufwerten. Vielleicht können wir da. Brauchen wir Glas, Kometenpulver, wo auch immer ich das hernehmen soll. Eschenbrett. Keine Ahnung, wahrscheinlich kriegen wir das auch erst, wenn wir rüber sind. Was können wir denn überhaupt noch machen? Eine Schmiede können wir bauen. Hoffentlich. Obstgarten, Eichenbrett, Nebelfaden. Das war durch machbar. Die Schmiede gab es wo? Aufenthaltsraum. Okay, erst Obstgarten bauen, das können wir machen. Eichenbretter müssen wir dafür so im Nebel fahren. Was das Neues? Ja, deine Quest würde ich mal vernachlässigen. Bauen Eichenbretter. Wir haben nur Ahornstämme. Wir brauchen Eichenstämme. Nebelfahren haben wir auch nicht. Und wissen wir ja, was jetzt unser Ziel ist. Die Nebelfahren waren. Das war das Feuer links. Nebelfahren konnte man hier kriegen. Vielleicht treffen wir irgendwo unterwegs auf ein. Auf Treibgut, das können wir dann
gleich mitnehmen. Habe ich hier nicht gerade schon was gepflanzt? War es nicht schon gewachsen? Ja. Entweder bin ich lost oder das Spiel verhält sich komisch. Oder beides. Was braucht man eigentlich hierfür? Oha. Da passiert was. Und dann da Getreide. Und Getreideöl raus, oder? Reisöl kommt da raus. Keine Ahnung. Irgendwas passiert da. Gibt es den Fortschrittsbalken oder so? Was genau veranstalten wir hier? Hat mir keiner die Bedienung hier erklärt. Der Winter dreht sich. Wir müssen dann das Endprodukt rauskommen. Ich noch nicht so ganz. Okay, Elfenbretter. Elfenstämme. Oh, ein Goldring. Ein wertvoller Ring. Wie kann man da jetzt Bretter draus machen? Ist jetzt Nacht oder was? Angekommen sind wir noch nicht. Okay, 6 von 8 Elchenbrettern. So viel ist Nacht, oder? Ja, fahren wir jetzt nicht mehr weiter. Wo war nichts? Keine Benachrichtigung mehr des Nachtes. Ich glaube, das Spiel verhält sich irgendwie merkwürdig. Na dann. Alle aufstehen.
Oh, hier ist ein Busbahnhof, wo wir vorbeigefahren sind. Bushaltestelle. Das haben wir noch nicht geschafft. So, das Schiff schneller ist. Ich glaube, das ist auch immer seltener. Die Elchenstamm. Sind wir unterwegs, also das ist ein, was wir brauchen. Du willst was zum Essen? Paella für dich. Gibt's hier noch was? Nö. Das Schiff rappelt nur ab und zu. Obstgarten wollen wir bauen. Die Elchenbretter könnten wir vielleicht schon voll kriegen. Weil das muss doch exakt das sein, was wir brauchen für die Quest. Genau, jetzt brauchen wir noch 4 Nebelfeuerfäden. Können wir den bauen. Und hier haben wir auch schon so einen Nebelfadenbringer. Da war hier. Das ist eh hier für zuständig, oder? Wir müssen mal ansprechen. Ah ja, hier. Du bist müde, nicht wahr? Kein Wunder, dass du dich bei so vielen Kindern erschöpft fühlst. Vielleicht können wir ein bisschen mit ihnen spielen, damit du dich holen kannst. Meinst du es dann ab? Ja. Auf geht's, fangen wir die. Die Nebelfäden. Aber fangen. Nebelfasern. Bisher sehe ich jetzt 2. Was ist denn das? Sie läuft doch in dem drin. Warum können wir das nicht? Spielt irgendwie heute merkwürdige Bugs. Eines von den Dingern schwebt über mir. Achso, ich muss die Einsamen zurückbringen. Das ist die Quest. Den Bach nur falsch verstanden von mir. Na dann, Geld haben wir auch bekommen. Und weiter geht's. Nebelfaden. Müssen wir jetzt noch herstellen in einer Webmaschine. Müssten wir jetzt schon genug haben. Hm? 15, ja, auf jeden Fall. Dann bauen wir mal einen Obstgarten.
Wo passt der hin? Hier passt der hin. Jetzt können wir so die Bananenpflanzen und so. Bananen, Äpfel und Kirschen war das irgendwie, was sie konnte. Was man hier konnte. Wo ist der da? Du hast einen Obstgarten gebaut. Er sieht fast genauso wie der, den mein Mann gebaut hat. Hast du all diese kleinen Details gesehen? Ja, er war ein Meister der Holzarbeit. Zumindest solange er seine Hände noch benutzen konnte. Als unsere erste Torte geboren wurde, haben wir auch unseren ersten Apfelbaum gepflanzt. Du sollst auch einen Baum pflanzen. Natürlich wird es einige Zeit dauern, bis er Früchte trägt. Und wenn er erstmal wächst, wird er dich mit Stolz erfüllen und ein Leben lang begleiten. Oh, ich rede wieder wie ein Wasserfall. Dann lass dich jetzt in Ruhe. Okay. Äpfel und Birnen. Jetzt können wir Äpfel pflanzen. Kirschen und Birnen. Also können wir. Jetzt habe ich den Apfelbaum neben dem Kirschenbaum Birnenbaum gepflanzt. Ob das was wird? Was ist los? Du willst doch mit mir reden.